Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam. Nein, Portal in die Unendlichkeit, Mann. Oh. Ich immer mit meinem Erkundungsteam. Wo müssen wir nochmal hin? Ich weiß es gerade nicht. Mussten wir eine Mission machen, also eine Quest, oder mussten wir jetzt nach Tara? Ah, okay, wir mussten zu nach Tara, Missiana. Ah, Doki. Er kommt, wie gerufen. Unsere Forschung ist nahezu abgeschlossen. Morgen, um diese Zeit, sind wir schon auf halbem Weg zum Riesengletscher. Echt? Ist es dein Ernst? Ja, ihr könnt euch freuen. Denn morgen werden wir alle zum großen Abenteuer aufbrechen. Wo du gerade wir alle sagst. Nach Tara, Psyana, wir müssen euch etwas sagen. Wie bitte? Einer von uns muss hier bleiben und kann nicht zum Riesengletscher. Und Viridium hat sich bereit erklärt, hier zu bleiben? Ja. Ich fürchte, das ist die traurige Wirklichkeit. Einer muss sich zwar aufopfern, aber die anderen, damit die anderen aufbrechen können. Aber es kann nicht angehen, dass ausgerechnet Viridium sein soll. Warum das denn? Ihr alle wisst ja sicherlich, dass Viridium nicht gerne mit anderen Freundschaft schließt. Ja, das wissen wir. Warum fragst du? Es gibt einen guten Grund für ihr Verhalten. Der wäre? Also, Viridium hatte mal einen Freund. Sein Name war Keldeo. Eines Tages brach er alleine zum Riesengletscher auf. Und seit jenem Tag ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er brach zum Riesengletscher auf? Viridium war schrecklich besorgt um ihn und verbrachte Tag um Tag mit der verzweifelten Suche nach Anhaltspunkten für sein Verschwinden. Doch so sehr sie sich auch bemühte, ihre Suche verblieb ergebnislos. Einige Zeit später erhielt sie einen Brief. Der Absender war Keldeo. In dem Brief stand in etwa Folgendes. In Wahrheit hatte ich nie vor, den Riesengletscher anzusteuern. Mir war einfach jede Ausrede recht, um dich loszuwerden. Wir sind keine Freunde mehr. Am besten vergisst du mich einfach. Was? Er hatte die Absicht, zum Riesengletscher aufzubrechen? Wen kümmert es? Aber wen kümmert es denn schon, diese olle Riesengletscher? Was ist das denn für ein mieses Verhalten? Diese Phase von wegen, ich wollte dich loswerden, bla bla bla. Und dann noch, wir sind keine Freunde mehr. Unfassbar. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie sehr dieser Brief Viridium verletzt haben muss. Die Fassungslosigkeit und der Wunsch, weiterhin an die Freundschaft zu glauben. All diese widersprüchlichen Gefühle in ihr führten dazu, dass sie letztlich selbst nicht mehr wusste, wem sie vertrauen kann. Sie hat uns erzählt, dass dieses Erlebnis der Grund sei, weshalb sie dem Gedanken an Freundschaft abgeschworen habe. Wir begegneten Viridium, nachdem sich all dies bereits ereignet hatte. Als wir ihr von unseren Forschungen zum Riesengletscher erzählt haben, berichtete sie davon, sie uns, was sich damals zugetragen hatte. Sie bat uns, sie mit auf unsere Reise zum Riesengletscher zu nehmen. Die Geschichte mit Keldeo scheint immer noch an ihr zu nagen. Sie hofft wahrscheinlich, dass die Ergebnisse von damals besser verstehen und verarbeiten zu können, wenn sie jenen Ort mit eigenen Augen sieht. Daher glaube ich kein Wort, wenn sie sagt, dass sie nicht unbedingt dorthin will. Insbesondere jetzt, wo sie aufgetaut ist. Aufgetaut? Ja, kein Vergleich zu der Viridium von damals. Ich schätze, dass wir das ihrem Aufenthalt in Raststadt zu verdanken haben, euch kennengelernt zu haben und Team Pokepack beigetreten zu sein. All das scheint ihr Vertrauen in andere zurückgegeben zu haben. Und trotz allem, alledem, oh Viridium, was geht bloß in deinem Kopf vor? Ich für meinen Teil werde jedenfalls nicht tatenlos zusehen, wie Viridium sich diese Gelegenheit entgehen lässt. Sie wird auf jeden Fall mitkommen. Okay. Das ist also der Grund, weshalb Viridium keine Freundschaften schließen möchte. Aber dieser Keldeo ist mir schon einer. Lügt Viridium einfach was vor. Dass er zum Riesengletscher geht, nur damit er sie los wird. Das geht absolut nicht. Nanu? Ich dachte, du kannst Viridium nicht ausstehen. Ganz recht. Ich kann sie ja auch kein bisschen ausstehen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Keldeos Verhalten unmöglich ist. Ja, natürlich wollte Viridium auch mit zum Riesengletscher gehen. Aber sie zog es dann vor zu behaupten, ihr im Paradies
bleiben zu wollen. Es ist meine Schuld. An jedem jedem Abend. Ich hoffe, die Reise zum Riesen, zum Gletscher, dir auf deinem Weg weiterhelfen wird. Das ist die Reise. Okay. Meine Gott. Meine Gott, ich kann nicht mehr sprechen heute, Leute. Eine Unterstützung ist dir sicher. Ganz im Ernst? Ja. Leg dich ins Zeug, Dummiesel. Jawohl. Ich werde alles geben. Du wirst stolz auf mich sein, Viridium. Alle werden Augen machen. Aha. Alles klar. Hätte ich das doch bloß nicht gesagt. Viridium hat wahrscheinlich nur gesagt, dass sie im Paradies bleiben will, damit ich meine Chance bekomme. Aber Viridium ist diejenige, die mit zum Riesengletscher gehen sollte. Leute, ich denke, Nathara hat recht. Ich denke, Viridium sollte mit zum Riesengletscher gehen. Mein Entschluss steht fest. Ich bleibe hier. Halt, stopp. Jetzt redet Imolga. Immer mit der Ruhe, ja? Ja, aber... Imolga hat recht. Ganz egal, wer zurückbleibt. Wir anderen werden deswegen Gewissensbisse haben. Niemand sollte seine eigenen Gefühle so verleugnen, wie es Viridium tut. Und das gilt auch für dich, Dummiesel. Ich hab's. Wir könnten doch losen. Losen? Na klar, wir ziehen lose und bestimmen so, wer gehen darf. Viridium zieht auch ein Los. Und derjenige, auf den das Los fällt, der muss im Paradies bleiben. Denn wenn jemand freiwillig zurückbleibt, belastet das doch nur die anderen. Ist doch besser, wenn wir das Glück entscheiden lassen, oder? Lose ziehen. Das ist vielleicht wirklich die beste Lösung. Und wenn das Los auf Viridium fällt? Dann bleibt sie letzten Endes doch hier. Wenn das passiert, muss ich eben nach Tara und Psyana überreden. Die Lose kann ich heute Abend machen. Was sagst du dazu, Teddy? So richtig begeistert bin ich nicht von der Idee. Aber ich sehe auch keine andere Möglichkeit. Da sind wir uns ja einig. Bis morgen und sind die Lose fertig. Bis dann. Alles klar. Das war echt eine gute Idee. Lose ziehen ist ganz gut. Also glücklich bin ich damit zwar nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Wenden wir uns heute also der Arbeit zu und die Entscheidung fällt am Morgen. Jetzt müssen wir doch noch einen Auftrag machen. Okay. Machen wir eins Auftrag. So. Jammertal bis E5. Hier, Jammertal E4. Was doch, das sieht doch gut nach einem guten Job aus, oder nicht? Machen wir mal. Ja, da machen wir uns auf den Weg hin. Ja. So. Nicht einkaufen oder so, braucht man nicht. Einfach nur los. Ich finde das halt doof, dass wir keine Quests für wirkliche Items erledigen können. Das ist ein bisschen blöd. Einfach blöd. Ich finde das echt nicht so geil. Also, ich mache halt mit diesen, mit den Sachen, die ich halt bekomme, nichts. So. Mit den komischen Zweigen und dem ganzen, ne? Um halt neue Gebiete zu... Oh! Du musst hier auch hin, Emolga. Emolga! So, okay. Einfach Drachenwut. Oh! Hornbohrer! Holy shit! Das war... Okay. Was wollte ich sagen? Achso, ja, ich baue halt keine Einrichtungen oder so mit den ganzen Sachen. Weil ich das halt relativ als, naja, so nicht nötig empfinde. Und eher so nebensächlich unnötig, finde ich persönlich, so. Wie ich es bisher, ich sag jetzt mal, kennengelernt habe. So, weiß nicht. Ich brauch's nicht unbedingt. Hat keinen krassen Nutzen für mich. Deswegen mache ich damit halt nichts. Werde es auch nicht machen. Nicht ein Igler. Okay. Deswegen finde ich schade, dass wir halt keine Jobs mit wirklichen Items erledigen können. Außer, wenn wir halt schon wieder so, wenn wir halt über den Streetpass da irgendwas machen, ne? Also mit Freunden oder so.
Das finde ich halt auch echt doof, ey. Wenn man beides machen könnte, so ganz normal, auch einzeln, einfach Quests, so für Items, dann wäre das besser, als wenn ich das jetzt, ich muss ja dafür irgendwie mich mit Freunden verbinden, oder nicht? Stand da ja, ich bin ja auch dann in dieses Hauptmenü da geflogen und so. Ja, finde ich halt doof, aber naja. Was soll ich machen, ne? Was soll ich machen? Okay. Eine Ebene noch. Okay. Cool, Kekleon-Laden. Aber hier, wir haben hier Top-Elixier. Ne, Calcium haben wir. Kann ich halt alles nicht mitnehmen, weil ich habe nur wenig Gold. Aber ich könnte hier doch, warte mal. Items. 80 Boke hatte ich da gerade? What the fuck? Okay. Kann ich nicht hier irgendwelche Sachen droppen lassen, die... Aber ich habe nichts. Ich habe nichts, was ich hier droppen lassen könnte. Aber man kann ja eigentlich hier Items droppen lassen. So, um die dann dadurch zu verkaufen. Oh. 50 Boke. Das ist nice. Der erste Kekleon-Laden, der auch einen Eingang und einen Ausgang so gesehen hat, ne? Also zwei Eingänge oder zwei Ausgänge halt. Sonst hatten wir immer nur so einen einzelnen Raum ohne weiteren Ausgang oder so, wo der Kekleon-Laden drin war. Bin ich der Meinung. Oder? Ich glaube schon. Oh Leute, ich hoffe übrigens, dass es mit dem Sound alles so klappt, wie ich das haben will. So, weil Windows Update und so und meine ganzen, mein Mikrofon war nicht mehr bei OBS eingespeichert, sag ich mal. Und auch meine... Bin ich vergiftet? Ja, warum? Und auch mal meine Lautsprecher wurden nicht mehr, waren nicht mehr drin gespeichert. Ich hoffe, dass es jetzt nichts daran ändert, dass ich nicht übersteuere etc. Und dass der Sound halt immer noch normal eingestellt ist. Ich hatte jetzt auch eben nachgeguckt bei OBS. Da sah alles noch relativ normal aus. Aber es kann ja immer sein, dass das, ne, nicht der Fall ist. Oh Gott, danke, endlich. Gift weg. Hätte auch eine böse Beere essen können, ne? Merke ich gerade. Naja. So, Sedimantur. Okay. Pokémon kenne ich auch nicht. Wir haben schon drei dieser Stalobor gesehen, ne? Schon drei Stück. Holy shit. Das war viel Damage. Einfach ausgewichen. Okay, das war, na gut, es war halt Schaufler, ne, Bodenattacke gegen den Feuer-Pokémon. Ist halt sehr effektiv, ne? Wie gesagt, also mit Sound und so, ne? Ich hoffe, das geht alles fit. Ich hoffe, da ist jetzt nichts umgestellt worden. Werde ich sonst ja nach diesem Part hier sehen, beziehungsweise nach der Aufnahmesession vielleicht sogar. Ich weiß nicht, wie viel ich am Stück aufnehme oder ob ich am Stück aufnehme oder nicht. Mal gucken. Baumballsuch nach mir? Ja, Baumballsuch nach dir. Ja, wir wollen auch den Dungeon verlassen. So, ich muss mal eben was trinken. Einen Moment. Ja. Ist schwer mit einer Hand die Flasche zu öffnen. Ein Seher-Orb, okay. Und 60 Paradiespunkte. Nein, wir wollen nicht speichern. Oh, Cutscene? Story? Morgen brechen wir also endlich zum Riesengletscher auf. Einerseits freue ich mich total drauf. Andererseits bin ich aber auch ziemlich nervös. Ja, und je mehr ich darüber nachdenke, desto verwirrter bin ich. Aber heute sollten wir uns schlafen legen. Gute Nacht, Doki. Gute Nacht, Teddy. Das sollte mich auch aufs Ohr hauen. Aber... Da ist noch... Ja, noch diese Sache mit dem Teammitglied, das hier die Stellung halten muss. Kann man da denn gar nichts machen?
Dabei würde doch jeder einzelne von uns so gern zum Riesengletscher gehen. Auch ich freue mich schon total drauf. Aber wünsche ich es mir denn mehr als alle anderen? Und ich muss ja auch noch diesen Träumen auf den Grund gehen, obwohl ich jetzt schon längere Zeit keine mehr hatte. Aber sollte ich bald wieder einen haben und herausfinden, wohin ich gehen soll, dann sollte ich das auch tun. Und wenn es das ist, was ich tun sollte, heißt das doch wohl, das Mitglied, das auf jeden Fall hier bleiben sollte, bin ich. Morgen wollen wir ja per Los darüber entscheiden. Aber wenn sich die Gelegenheit ergibt, sollte ich das ansprechen. Teddy. Teddy hat zwar gesagt, man dürfte seine Gefühle nicht verleugnen, aber ich denke, ich sollte es ansprechen. Ich muss auf jeden Fall dafür sorgen, dass Viridium mitgehen kann. Okay. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Doki. Heute geht es also endlich zum Riesengletscher. Aber davor müssen wir noch bestimmen, wer von uns hier bleiben muss. Es wirft einen ziemlichen Schatten auf das ganze Unterfangen, nicht wahr? Ja, ein bisschen. Ich dachte, wir wären uns einig, dass ich hier bleibe. Warum jetzt also dieser Zirkus? Jetzt kommt schon. Wir wollen doch alle, dass das Ganze möglichst fair abläuft. Du hast dich vielleicht freiwillig gemeldet, aber wir haben nun ein schlechtes Gewissen. Und von daher, tada! Wir ziehen jetzt alle los, um zu sehen, wer von uns zum Paradies zurückbleibt. Im Paradies zurückbleibt. Kommt, jeder zieht ein Los. Das ist doch albern. Jedes Pokémon hat ein Los aus Imolgas Hand gezogen. Eines dieser Lose hat seinem Ende eine rote Markierung. Das ist das, Gewinnerlos bereit? Und nehmt das Ergebnis sportlich. Keine Beschwerden nachher, klar? Gut, Leute, dann prüft jetzt bitte alle eure Lose. Alle haben nachgesehen, ob sie das fragliche Los gezogen haben. Es hat mich erwischt. Ich habe das Los gezogen. Dummiesel. Dummiesel also. Nee, ja, so ist das nun mal beim Losverfahren. Da kann man nichts machen. Dann steht es jetzt fest. Zurückbleiben wirbt. Warte. Was? Du, Doki? Auf gar keinen Fall. Ich bleibe hier, so wie es von Anfang an geplant war. Du auch noch, Viridium? Du musst mitkommen mit Viridium. Bevor du hier bleibst, bleibe ich hier. Nein, nein und nochmals nein. Was redet ihr denn da auf einmal alle? Es war doch endlich entschieden. Wenn ihr sowas sowieso wieder alles umwerft, wozu haben wir dann die Lose gezogen? Wie dem auch sei. Ich bleibe hier, das ist schon in Ort. Ich bleibe hier. Dummiesel. Ich bin derjenige, der hier bleiben sollte. Und Viridium, du bist definitiv diejenige, die zum Riesengletscher gehen sollte. Wir haben es von der nach Tara gehört. Du hast einen mehr als guten Grund, warum du zum Riesengletscher gehen musst. Außerdem hat es doch bereits gestern jemand gesagt, das schwächste Teammitglied sollte hier bleiben. Das sehe ich auch so. Darüber hinaus hat auch das Los heute so entschieden. Es hätte jeden treffen können, aber es hat mich getroffen. Das ist schon in Ordnung. Also seht ihr es auch bitte ein. Ich kümmere mich um alles hier. Viel Glück auf eure Reise. Dummiesel. Dummiesel. Ihr seid doch alle einverstanden. Dummiesel, es tut uns leid. Aber einer von uns muss hier bleiben. Da kann man nun mal nichts machen. Ja, ist schon okay, Molga. Morlot und Victini sind ja auch noch hier und ich bin nicht alleine. Okay, stimmt. Seid auf dem Riesengletscher ja schön vorsichtig und kommt gesund wieder. Bring mir was Schönes mit. Klar doch. So viel dazu, Teddy. Geh du voraus. Alles klar. Dann sollten jetzt alle ihre Reisevorbereitungen treffen. Doki und ich sehen in der Zwischenzeit nach, wie weit nach Taramsiana sind. Gehen wir, Doki. Nach Taramsiana sollten wir oben auf dem Hügel sein. Oh Gott. Trinken während einer Aufnahme ist nicht so die beste Idee. Zumindest nicht, wenn man Kohlensäuregetränke trinkt. Ja. So. Hösef Bier ablegen, Samen ablegen, Allkraftorb, Seherorb. Leichte Box. Können wir gleich nochmal öffnen, ne? So, dann nehmen wir nochmal mit. Nochmal einen Belebersamen. Vorsichtshalber. Haben wir keinen? Ach doch, da, Sinelbeeren. Sinelbeere nochmal eine mitnehmen. Und das dürfte es erstmal sein.
ganzen Level-Samen und so, wenn wir noch mehr kriegen, dann die spare ich erstmal auf. Wir brauchen auch nichts mehr kaufen eigentlich. Also ich habe alles, was ich brauche prinzipiell. Geld ablegen. So. Und jo. Dann gehen wir hoch. Ne? Ah ne, die Box kommen wir noch öffnen. Stimmt. Box, Box, Box. Das heißt, ich brauche 150 Poke. Geld nehmen. Ups. 100. Okay, nehmen wir 151 mit. Alles klar. Ist okay. Also tatsächlich war es zum Riesenglätscher zu gehen. Ja, wir bringen dir eine Menge Schatzboxen mit. Ups, nein. Ja, wir wollen die leichte Box öffnen. Bam. Wer hätte es gedacht, dass in der Schatzbox das Item Goldbarren steckt? Cool. Wie viel Goldbarren haben wir denn jetzt mittlerweile? 18. Okay, ich gehe nochmal kurz zu Dingens hier. Was für eine V-Welle ist? Unlicht. Oh, cool. Dann dürfte Dings momentan sehr stark sein, ne? Hier, Gewissheit. Pokémon ist ein bisschen gruselig, muss ich ja sagen, ne? Ach jo, dieses Bild links. What the fuck? Alter. Also für Kinder ist das ganz schön verstörend, muss ich sagen. Gegen Items eintauschen. Fahne? Okay. Levelsamen. Nö. Feuersturm und so. Och, Donner und so. Das sind halt coole Attacken. Eine Drachenrute? Wollte ich darauf sparen? Ich weiß es gar nicht. Aber okay, wir brauchen sowieso 50 Goldbarren. Alter, Vater, ey. Ist auch eine Menge, ne? 50 Goldbarren. Um da irgendwas machen zu können. Und so eine TM zu kaufen. Aber naja. Doki Teddy, wir haben euch schon erwartet. Ach ja, soll das etwa heißen? Ja, soll es. Unsere Zugangskarten sind nämlich endlich vollendet. Und jetzt müsst ihr nur noch das Magna-Portal. Müssen wir nur noch das Magna-Portal beschwören. Ihr habt es also geschafft. Dann gehen wir jetzt mal auch nach Hause und bereiten uns auf die Reise vor. Gebt mir einfach Bescheid, sobald ihr bereit seid. Dann geht's auch zum Riesengletscher. Ja, alles klar. Oh, Leute. Tut mir leid, aber wir beenden hier den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!